Herzlich willkommen in Südkorea. Mein Name ist Tom Rüedi, das ist Lia, unsere Drittlehrjahrtochter, und wir freuen uns sehr, euch heute Südkorea zu präsentieren. Das Webinar ist gestaltet, ist gegliedert in drei Teile. Der erste Teil werden Lia und ich etwas über Südkorea erzählen. Im zweiten Teil wird euch Julia vom südkoreanischen Fremdenverkehrsamt von Frankfurt Südkorea präsentieren. Und im dritten Teil dann gehen wir in ein südkoreanisches Restaurant in Zakaraka in Zürich. Das ist dann der dritte Teil von dieser Präsentation. Ich würde sagen, wir können jetzt anfangen. Hier haben wir eine Karte von Südkorea. Links oben seht ihr Seoul. Ihr könnt eine Gruppenreise machen in Südkorea mit uns. Die ist international Englisch sprechen. Wir können aber auch eine Privatreise machen oder ihr könnt ein Auto mieten. Südkorea ist wunderbar für Self-Drive. Es hat gute Strassenverhältnisse und es ist ganz einfach, in Südkorea Auto zu fahren. Zum Schluss werden wir noch etwas ganz Spezielles präsentieren. Das ist eine Übernachtung in einem Tempo. Der könnt ihr mit den Mönchen zusammen nachtessen, könnt ihr schlafen und all diesen Ritualen beiwohnen. Aber zu dem komme ich später noch. Seoul, die Hauptstadt von Südkorea. Seoul hat ungefähr 10 Millionen Einwohner. Im Ballungszentrum von Seoul sind etwa 23 Millionen. Die Einwohner von Südkorea ist 51 Millionen. Das heisst, dass jeder zweite Südkoreaner im Umkreis von Seoul beheimatet ist. Es hat eine ganz alte Kultur in Seoul und modernsten Fortschritt. Das ist im Prinzip das Spezielle an dieser Stadt. Seoul ist eine absolute Trendstadt, die man mit Tokio oder mit Singapur vergleichen kann. Heutzutage zählt Südkorea zu den wirtschaftsstärksten Nationen der ganzen Welt. Ihr seht einen wunderschönen Palast hier. Da sind wir bei der Tradition angelangt. Es hat wunderschöne Gärten, schöne Innenhöfe. Und bei der Herbstlaubfärbung, wie man das hier sehr schön sieht, ist es natürlich wunderbar, so einen Palast zu besuchen. Der Seoul Tower, das ist ganz ein hoher Turm, der, wie man hier schön sieht, einen wunderbaren Blick auf die Millionenstadt hat. Das Bild finde ich speziell. Ihr seht links oben Pyongyang. Pyongyang, das ist die Hauptstadt von Nordkorea. Ihr seht, 246,9 Kilometer ist die Distanz von Seoul auf Pyongyang. Das ist kürzer als zwischen Zürich und Genf. Das heisst, wenn Nordkorea mit den Säbeln rasselt, dann haben Südkoreaner aber nicht so Freude. Es hat ein Kriegsmuseum, das man besuchen kann in Seoul. Aus geschichtlicher Sicht finde ich das sehr interessant. Es hat mich ein bisschen das Verkehrsmuseum in Luzern erinnert. Ihr seht, auch hier hat es Helikopter und Flugzeuge, die dort hängen. Am Schluss bin ich noch schnell in einen Seitenwagen reingehockt, habe ein Foto machen und schwupps, kommt schon ein junger Südkoreaner, der sich direkt an die Steuer setzt. So, und jetzt wird nach Lia etwas ganz Spezielles über das Schulsystem und über die Mode von Südkorea erzählen. Das Bildungssystem in Südkorea hat eine sehr grosse Bedeutung. Bereits im Alter von 3 Jahren lernen die Kinder rechnen, lesen, schreiben und ihre erste Fremdsprache Englisch, was ja ein total anderes Buchstabensystem als Südkoreanisch ist. Ich selber bin auch noch Schülerin und es hat mich total beeindruckt. Der ganze Leistungsdruck zieht sich nachher weiter. Nachdem die Schulglocke geläutet hat, ist bei ihnen noch nicht Feierabend, sondern sie gehen in ein Hagwon, das ist ein privates Lerncenter, lernen. So ein Hagwon ist für südkoreanische Eltern relative finanzielle Belastung, weil es kostet pro Monat 300 bis 700 Euro, wenn nicht mehr. 24-Hour Shopping. Südkorea ist so vielseitig, man sieht auf der einen Seite den grossen Bildungsdruck und auf der anderen Seite ein Shopping-Mekka. Es gibt Läden, die 24 Stunden offen haben. Das zieht sich auch schon in unser nächstes Thema rein. Südkorea ist eine Modemetropole. Und das tut sich auch durch die zweimal im Jahr stattfindende Fashion Week, einmal im Oktober und einmal im März, auszeichnen. Es ist Gelegenheit für etablierte südkoreanische Designer und auch Newcomer, ihre Entwürfe zu präsentieren. Korean Outfits. Die koreanische Mode ist aus Streetstyle und Eleganz ein Zusammenspiel. Wir sehen ganz links die Frau in casual weißen T-Shirt und in den Boyfriend Jeans und ganz rechts
ganz rechts ein Mix zwischen dem Hoodie und dem Röckli. Es erinnert so an die 60er, 70er Jahre. Der nächste Style, den ich Ihnen präsentieren möchte, heisst E-Look. Das E steht in diesem Kontext nicht für Emotional, also nicht E-Boy oder E-Girl, sondern für Electronic. Das Ganze kommt aus der Elektroszene und verkörpert Punk, Emo, Gothic und Grunge sowie Metal. Es wird mit bunten Accessoires oder Ketten, Ring und auch Piercing oder Tattoos verziert. Sie versuchen eine Art des Anime-mässiges Auftreten zu erlangen. Ihre Präsenz findet aber hauptsächlich auf TikTok und Instagram statt. Haben Sie schon mal von den minus 5 Kilogramm Hose gehört? Ich meine, wer nicht? Das ist die Jujins. Außerdem sollte sie optisch 5 Kilogramm schmäler aussehen lassen. Und Ju ist auch eine Marke für so herzige Kleider. Ju ist außerdem ein Ton, der einen Kuss nachmachen sollte. So ein bisschen Ju. Ebenfalls ist es sehr beliebt, sich infantil anzuziehen und so ein bisschen mit rosa Tönen zu spielen. Wir sehen ganz rechts die Frau mit den roten Haaren, dann die zwei Ladies mit den Zöpfen und last but not least haben wir die Frau mit den strawberry-blonden Haarpracht. Tom, Gangnam ist doch so ein Trendsetter-Viertel. Das ist genau richtig, Lia. Gangnam, das ist der Place to be. Es ist eines der 25 Viertel von Seoul und es ist die wohlhabendste Gegend sogar von ganz Südkorea. Eine halbe Million Menschen leben hier. In Gangnam befinden sich zahlreiche IT-Unternehmen wie Google und IBM und auch der Finanz- und der Bankensektor ist hier beheimatet. Gangnam Style ist ein K-Pop-Lied vom südkoreanischen Rapper Psy, das hauptsächlich wegen Video ist weltbekannt wurde. Im Jahr 2012 ist das Lied rausgekommen und innerhalb kurzer Zeit ist das 1 Milliarde Mal angeklickt worden. Stellt euch das mal vor. Bis zur heutigen Zeit ist das Video allein 3 Milliarden Mal angeklickt worden. Ihr wisst nicht mehr, wie das Lied ist gegangen. Das tue ich gerne zeigen, wie das gegangen ist. Opern Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Oppa Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Oppa Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, 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 op. Oppa Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, 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 op. K-Star Road ist ein spezielles Projekt von Gangnam. Das ist für koreanische und internationale Touristen, die sich für die koreanische Popkultur interessieren. Es ist die zeitgenössische südkoreanische Popkultur vom 21. Jahrhundert. Durch das Internet, durch YouTube und auch durch TikTok, die chinesische Videoplattform, wird das alles zusammen in die Welt rausgedreht. K-Pop umfasst heutzutage, das umfasst Filme, das umfasst Musik, das umfasst Mode, Kulinarik und vieles mehr. I love K-Pop. Der Koreakrieg hat stattgefunden zwischen 1950 und 1953. Nachher ist Südkorea eine Diktatur geworden. Mitte 80er Jahre hat die südkoreanische Regierung sich gegen die Welt herausgewandt. Man hat Film gefördert, man hat Musik gefördert. Wir haben das alles zusammen gegen die Welt herausgedreht. 1988, wenn ihr euch erinnern könnt, haben die Olympischen Sommerspiele in Seoul stattgefunden. Das war die Charme-Offensive, die sich Südkorea öffnen und dem Westen zuwenden wollte. Der Lee Soo-man, das war ein Südkoreaner.
ein Popsänger, er war auch Fernseh- und Radiomoderator. Mitte 80er Jahre ist er auf Amerika ausgewandert. Dort wollte er die ganze Popkultur analysieren, alle Produktionsprozesse angeschaut, weil er den Zufall, die Popkarriere nicht dem Zufall überlassen wollte. Er hat sich überlegt, wie kann man das professionell aufziehen. Als er das hatte, ist er zurückgegangen auf Südkorea. Dort hat er ein Musiklabel gegründet, SM Entertainment. Und dann hat er angefangen, sogenannte Popstars auszuwählen. Das waren Auditions. Auditions, da hat man junge Leute zwischen 12 und 17 Jahren eingeladen, die sich vorsingen. Wir kennen das bei uns heutzutage. Von Deutschland sucht den Superstar oder The Voice of Germany, wo Leute kommen vorsingen, um zu schauen, wer gut oder nicht so gut ist. Dort ist das alles zusammen ganz professionell abgelaufen. Und dann, die gut genug waren, die durften in ein Trainingslager gehen, in eine Popstar-Schule. Und das ist mit preußischer Härte geführt worden. Wie Lia vorhin schon gesagt hat, auch das Schulsystem ist sehr streng. Und auch die Schulen, die waren sehr streng. Also die jungen Leute, die haben gelernt singen, sie haben gelernt tanzen, es hat Musikunterricht gegeben, es hat Gehörtraining gegeben. Die mussten sportlich sein, sie mussten auf ihr Äußeres schauen, gepflegt ankommen, den androgynen Style, den die Popstars zum Teil haben. Und sogar der Body Mass Index ist zum Teil vertraglich festgelegt worden, für uns die jungen Leute genau ihrem neuen Zielpublikum haben entsprochen. Jetzt, die es geschafft haben, die durften entweder in eine Boyband oder in eine Girlband gehen. Eine der grössten Bands ist BTS. BTS ist weltbekannt. Der Leadsänger, das ist der RM, das Rap Monster. Das ist der Herr in der Mitte. Um ihn herum ist die Band gegründet worden. Die Band hat 7 Leute und die 6 Buben sind drumherum gegründet worden. Und die mussten nicht noch lernen, singen und tanzen. Die haben das alles zusammen schon perfekt können. BTS hat auf Instagram 34 Millionen Follower. Ihre Fanbase, die auf der ganzen Welt ist, die hat, hört gut zu, 136 Millionen Fans. Sie brechen auf Spotify alle Rekorde. Sie haben Number One Hits sogar in Amerika. Und in Amerika haben sie praktisch nur Amerikaner Number One Hits. Und sie räumen heutzutage so internationale Musikpreise ab. Hier haben wir ein weiteres Bild von dieser Band. Sie sind in Asien absolute Superstars. Wie es bei uns kann vergleichen kann mit den Beatles in den 60er Jahren. Und was ich jetzt lustig finde an diesem Foto hier ist, sie haben genau die gleiche Bubikopffrisur, die gleiche Pilzkopffrisur wie Beatles vor 50 Jahren. Und hier sehen wir natürlich den Glam-Effekt von diesen jungen Herren. Sie schauen alle zusammen auf, sie haben Chanel-Köttchen, Yves Saint Laurent. Das ist das, was ihr Zielpublikum, die jungen Mädchen, aufschauen. So wollen die sich darstellen. Und so sind sie ja weltbekannt worden. Hier haben wir Blackpink Girls. Ich bin auch die gar googeln, die haben auf Insta 33 Millionen Follower. Also ein bisschen weniger, aber immer noch wahnsinnig viel. Ja, auch Girlbands, die sind natürlich sehr bekannt. Man hat die Spice Girls natürlich nachgemacht, wo bei den Buben sie ein Sync oder ein Backstreet Boys waren, als Vorbild. Das ist Rose, das ist Jenny, Lisa und Jisoo. Das sind die vier Damen, die in Asien absolute Superstars sind. Ein weiterer interessanter Aspekt von der koreanischen Popkultur ist die Schönheit oder das Schönheitsideal. Und da wird euch jetzt Lia ein paar Fun Facts präsentieren. Genau. Als vor rund 10 Jahren Drogerien in den USA und hier in Europa BB Creams und Garnier schon ins Sortiment geführt haben, sind uns die Koreaner da schon einen Schritt voraus gewesen. Bei ihnen ist das Ziel, jugendliche Frische zu erlangen und einen Natural Glow zu haben. Das heisst, sie versuchen nicht mit Make-up zu kaschieren, sondern ihre Makel bereits zu vermeiden. Man sieht, das sind ihre pflanzlichen und lustigen Wege, um ihre Hautprobleme zu lindern. Zum Beispiel Grüntee, Ginseng oder Schneckenschleim, um Trötungen zu vermeiden. Ebenfalls wird Bienengift verwendet für eine junge Haut. Seesternenextrakt wird für die Minderung der Falten verwendet. Ebenfalls gibt es diese Produkte hier in Sephora zu kaufen in der Schweiz. Man sieht, das Panda-Döschen ist zum Augenring zu eliminieren, dann das herzige Häschen oder eine Nachtcreme.
Südkorea ist weltweit Nummer 1 für Schönheitschirurgie. Auf einer Fläche von 1 Quadratkilometer im Gangnam befinden sich über 500 Schönheitskliniken. Der Weg dorthin ist mit drastischen Vorher-Nachher-Bildern zugepflastert. Auf Billboards, auf Busstationen, an Fassaden, Stromkästen usw. Bereits zum Sweet 16 bekommen die jungen Teenager von ihren Eltern eine Augenlideroperation über, mit der Hoffnung, mehr Erfolg im Job und in der Partnersuche zu haben. Also dort ist es schon fast ein bisschen speziell, wenn man sich noch nicht unter das Messer gelegt hat. Viele Eingriffe entstehen auch über die Mittagspause. Also wenn Sie das nächste Mal nicht wissen, was zu essen, eine kleine Inspiration. Genau. In ganz Asien gibt es ein einheitliches Schönheitsbild. Das ist ein ovales Gesicht, cooler Augen, ein V-förmiges Kinn, schmale Lippen, schmale Nase und einen makellosen weißen Teint. Es gibt ein Wortspiel aus Babyface und Glamour. Das ist Bagelface. Und das ist so ein bisschen das, was Sie erreichen wollen. Genau. Das Fingerheart, das ist die Geste vom Dank und von der Liebe. Das hat die koreanische Schauspielerin in 2010 Kim Hee-soo erfunden. Heutzutage ist es eine Go-To-Selfie-Pose. Und das übergebe ich gerade dir, Tom. Danke vielmals, das würde ich sehr gerne. Wir gehen weiter. Wir machen eine kleine Reise miteinander. Wir nehmen den Zug. Südkorea hat wie Japan, wie China Hochgeschwindigkeitszüge. Und die fahren bis zu 300 Stundenkilometer. Und so kann man das Land ganz einfach bereisen. Ihr seht auf dem Bildschirm, wir hatten dann gerade 30 Grad von aussen. Oben links seht ihr, wir sind 302 Stundenkilometer gefahren. Und was unten nachher steht, habe ich leider nicht verstanden. Wir gehen zusammen in den Norden, in den Nationalpark. Das ist der Seoraksan Nationalpark. Es hat Berge, es hat Wälder, es hat Flüsse. Man kann einfache Wanderungen und auch ein bisschen anspruchsvollere Wanderungen machen in diesem Nationalpark. Wandern, das ist der Volkssport von Südkorea. Ihr werdet tausende von schrill bunten Koreanerinnen und Koreaner finden, wenn ihr gut wandern geht, die ebenfalls am Wandern sind. Berge in Südkorea sind nicht besonders hoch. Das heisst, ihr könnt in relativ kurzer Zeit irgendwo immer auf einem Hügel oben sein. Selbst die kurzen Wanderungen in Südkorea haben atemberaubende Aussichten und ganz schöne Naturspektakel und Kulturerlebnisse. Die Infrastruktur im Wanderparadies Südkorea ist top. Die Wanderwege sind super ausgeschildert und auch ganz schön gepflegt. Pyeongchang, wir gehen ein bisschen weiter südlich. Da denkt ihr vielleicht, das habe ich schon mal gehört. Richtig, dort waren die Olympischen Winterspiele 2018. Dort könnt ihr im Winter Skifahren und im Sommer könnt ihr dort auch sehr schön wandern. Unsere Reise geht weiter, wir gehen runter Richtung Andong. In der Nähe von Andong ist ein denkmalgeschütztes Dorf, das kann man besuchen. Mir hat es ein bisschen erinnert an das Freilichtmuseum in Ballenberg im Berner Oberland. Und so sehen die geschnitzten Masken aus, die geschnitzten Holzmasken, die die Schauspieler tragen. Wir durften dort eine Aufführung teilnehmen, im Freien von aussen. Und wenn ihr Glück habt, wenn ihr im Publikum hockt oder werdet rausgehoren, dann dürft ihr auf die Bühne, dürft so eine geschnitzte Maske anlegen und dürft auch ein bisschen den Clown machen, wie ich das dann durfte machen. Wir gehen weiter aber auf Jeonju. Jeonju, da haben wir wieder Kultur. 1500 Jahre alte Silla-Dynastie-Kultur findet ihr dort. Geschichtsträchtige Tempel, da finden Pagoden, Grabhügel und auch Ruinen, die sich alle zusammen um die Stadt verteilen. Busan, das ist die zweitgrösste Stadt von Südkorea, mit 3,5 Millionen Einwohnern. Bekannt ist es für den Yagalshi Fischmarkt. Der Fischmarkt, der ist riesig und Busan liegt ja direkt am Meer. Das heisst, der Fisch, der kommt ganz frisch in den Fischmarkt. Ganz ein tolles Erlebnis, falls ihr mal in Busan sein solltet. Es hat hier fünf Stadtstrände in Busan. Und ihr seht, hinten nachher das Skyline ganz toll, vorne nachher der Strand. Und selbstverständlich, wenn ihr mal an den Strand geht, ihr werdet nie ganz allein sein. Allgemein in Südostasien nicht.
wenn ihr einen Strand seht in einer grossen Stadt. Ein Aufenthalt in einem Tempel, das, was ich gesagt habe, das werde ich noch etwas darüber erzählen. Das ist ganz toll. Dort kann man übernachten. Dann kommt her, es gibt eine Willkommenszeremonie. Dann gibt es ein vegetarisches Klosterabendessen, wo ihr noch mit den Mönchen, die sehr gut Englisch können, unterhalten könnt. Am Abend gibt es eine Abendmesse und um 9:30 ist eine Nachtruhe. Man geht relativ früh schlafen und das hat seinen Grund. Am nächsten Morgen um 4 Uhr steht ihr schon wieder auf. Ihr werdet von Klanginstrumenten von den Mönchen geweckt und dann könnt ihr schauen, wie die Mönche mit dem Morgenritual bereits am Meditieren sind. Am Schluss gibt es ein Frühstück und eine kleine Abschiedszeremonie für euch. Ganz ein tolles Erlebnis, in einem Kloster dürfen zu übernachten. Zum Schluss gehen wir noch auf Jeju. Jeju, das ist die Insel ganz im Süden von Südkorea. Es ist eine Vulkaninsel mit vielen Wanderwegen. Hier ist übrigens so der höchste Berg von Südkorea. Der ist nur 1950 Meter hoch. Es hat ein Visitor Center, wo ihr alle Informationen bekommt, wo ihr könnt wandern könnt. Auch hier ganz einfach und ganz schön ist es. Ihr könnt sogar zu einem erloschenen Vulkan auflaufen, wenn ihr möchtet. Jeju, das ist die Flitterwocheninsel der Südkoreaner. Ihr werdet ganz viele Südkoreaner dort antreffen, die am Heiraten sind. Und mit diesem Bild hier, da beenden wir unsere Präsentation. Das war es von unserer Präsentation. Danke vielmals, seid ihr dabei gewesen. Weiter geht's mit der Julia, die noch etwas über Südkorea wird erzählen und am Schluss noch unser Kochvideo. Wir würden uns sehr gerne von euch auf südkoreanische Art mit dem Finger hart verabschieden. Adieu miteinander. Tschüss zusammen. Hallo, mein Name ist Julia und ich bin von der Koreanischen Zentrale für Tourismus in Frankfurt. Auch wenn es nur online ist, freut es mich sehr, Sie bei meiner kleinen Präsentation über das Land der Morgenstille, Korea, begrüßen zu dürfen. Korea bietet viele gut erhaltene Städte wie Paläste, Schreine und Naturwunder und sogar 14 UNESCO-Welterbstätten. Des Weiteren ist Korea traditionell sehr vielfältig. Touristen können zum Beispiel einen Tempelstay oder einen Hanok-Aufenthalt erleben oder durch die Stadt in einem traditionellen Gewand durchlaufen. Korea ist auch ein perfekter Ort für Foodies, denn die Esskultur wird in Korea großgeschrieben. Es ist auf jeden Fall ein Ort, an dem die Besucher ihren Gaumen verwöhnen lassen können. Und nicht zu vergessen ist die atemberaubende Landschaften in Korea. Im Frühling zum Beispiel die Kirschblüten, im Sommer Blumenfelder, im Herbst buntes Laub und im Winter schneebedeckte Berge und Meer. Auf jeden Fall ist von allem etwas dabei. Südkorea ist bei den Touristen aus dem Westen noch nicht so bekannt wie andere Länder in Asien. Allerdings hat sich das in den letzten paar Jahren geändert und in Zukunft wird Südkorea als Reisedestination bestimmt noch an Beliebtheit gewinnen. Denn Südkorea hat unglaublich viel zu bieten und wartet mit wunderschönen und spannenden Reisedestinationen auf sie. Die Sehenswürdigkeiten in Korea sind auch sehr abwechslungsreich und für jeden ist etwas dabei. Abgesehen von der Koexistenz von faszinierender Tradition und High-End-Technologien und Koreas charmanten Natur zu jeder Jahreszeit eignet sich Korea auch als ein gutes Land für einen Stopover, also einen Zwischenstopp, denn Incheon International Airport dient als Verkehrsknotenpunkt in Nordostasien. Auch ist Korea Heimat der K-Kultur, K-Pop und K-Beauty und anderen vielen K-Erlebnissen. In Korea sind auch die öffentlichen Verkehrsmittel sehr gut vernetzt und zuverlässig. Es gibt auch oft englische Beschilderungen und wenn man Hilfe braucht, gibt es eine Hotline, die das Reisen einfach erleichtern kann. Der Hauptzweck des Besuchs in Korea ist, wie man hier erkennen kann, hauptsächlich 60% machen Urlaub und Erholung aus, gefolgt von Business mit 35% und dann die Bildung mit 3%. Die Hauptaktivitäten während des Besuchs ist fast 80% das Shopping und dann gefolgt von fast 60% Besichtigung der historischen Sehenswürdigkeiten und dann kommt die Natur und Foodtouren machen sogar 40% aus. Auch ein weiterer wichtiger Grund ist der Medizintourismus, denn Korea hat die besten medizinischen Technologien und hervorragende medizinische Ressourcen und Systeme. Korea ist zum Beispiel im globalen Ranking für die Anzahl der durchgeführten kosmetischen Eingriffe auf Nummer 3 gelandet. Nun kommen wir zu den Großstädten. Es gibt drei Großstädte
in Korea, Seoul, Busan und Insel Jeju. Seoul ist die Hauptstadt und die größte Metropole Koreas mit rund 10 Millionen Einwohnern. Es ist auch eine Stadt, in der Geschichte und Moderne nah beieinander leben. Dann Busan ist die zweitgrößte Stadt und ist zunehmend als Weltklasse-Stadt für Tourismus und Kultur bekannt und ist auch ein Hotspot-Ziel für internationale Kongresse. Insel Jeju ist die größte Insel Koreas und ist gleichzeitig ein erstklassiges Touristenziel mit einem milden Wetter und malerischen Schönheiten wie Stränden, Wasserfällen, Klippen und Höhlen und sowie die UNESCO-Weltnaturerbe. Und das Klima. Korea liegt geografisch in einer gemäßigten Klimazone auf der mittleren Breite. Infolgedessen hat Korea vier verschiedene Jahreszeiten. Frühling von März bis Mai, sehr mild und sonnig. Sommer, Juni bis August, heiß und feucht. Herbst, September bis November mit warmen Tagen und aber kühlen Nächten. Da müsste man sich ein Jäckchen mitbringen. Aber das ist die beste Jahreszeit, muss ich sagen. Frühling und Herbst sind die besten Zeiten, wo man nach Korea gehen sollte, weil im Sommer ist viel zu heiß und im Winter viel zu kalt und trocken. Da komme ich auch zum Winter. Winter geht von Dezember bis Februar, kalt und trocken, auch mit Schnee zu erwarten. Dann, worauf die Koreaner stolz sind, ist das Hangul, das offizielle Schriftsystem mit 14 Konsonanten und 10 Vokalen, welches 1997 sogar in das UNESCO-Register eingetragen wurde. Dann gibt es das Hanbok, die traditionelle koreanische Kleidung. Diese wurde noch bis vor 100 Jahren täglich getragen und wird aber auch heutzutage zu besonderen Anlässen wie Hochzeiten getragen. Dann gibt es das außergewöhnliche Hanok, erbaut in einem traditionellen koreanischen Stil, hergestellt aus natürlichen Materialien wie Holz und Erde, aber ohne Nägel. Und diese Häuser haben bis zu den Neuzeiten überlebt. Einige wurden umgebaut und für das zeitgenössische Leben geeignet gemacht. Und nun kommen wir zu meinem Lieblingsthema, nämlich Hanshik. Hanshik steht für das traditionelle koreanische Essen und es besteht aus Reis und einer Schlüsselsuppe und verschiedenen Beilagen. Die meisten Gerichte beinhalten Fleisch und Gemüse als Hauptzutat und werden in Salzlake oder Wasser gekocht oder gedämpft, anstatt Öl zu benutzen. Also anstatt in Öl das Ganze zu braten. Und deswegen gilt auch Hanshik als sehr gesundes Essen. Dann gibt es noch das Hanjongshik. Es ist ein komplettes Menü, bestehend aus feinsten koreanischen Köstlichkeiten und herzhaften Beilagen. Ein ganz besonderes Essen, das früher eigentlich nur den Royals, also den Aristokraten, vorbehalten war. Und hier sehen wir auch die repräsentativen koreanischen Gerichte. Und diese sind nämlich Kimchi, Bulgogi und Bibimbap. Also wenn wir uns jetzt auf die Reise nach Korea begeben, gibt es ein paar Punkte zu merken. Und nämlich, dass zum Beispiel von Deutschland aus kann man Direktflug gattern und dauert circa 11 Stunden. Von der Schweiz aus gibt es auch Flüge natürlich, aber mit Zwischenstopps und der Flug würde dann circa 16 Stunden lang dauern. Und in Korea gibt es drei große internationale Flughäfen. Incheon ist der größte Flughafen und ist ungefähr eine Stunde von der Innenstadt entfernt, also wirklich ganz nah. Und dann gibt es den Gimhae-Flughafen und Jeju-Flughafen. Nun kommen wir zum Visum. Ausländer, die nach Korea einreisen, benötigen einen gültigen Reisepass und ein koreanisches Visum, das von der koreanischen Botschaft oder Konsulat ausgestellt wurde. Bürgern aus vielen Ländern ist jedoch unter bestimmten Bedingungen für einen begrenzten Zeitraum die visumsfreie Einreise gestattet. Und also für bis 90 Tage lang. Wenn man länger als 90 Tage in Korea bleiben möchte, dann müsste man wirklich ein Visum beantragen und klären, warum man so einen langen Aufenthalt auf sich nehmen möchte. Die koreanische Währung ist Won. Hier sieht man ein paar, wie das Geld aussieht, das koreanische. Und Geldwechsel funktioniert einwandfrei in Korea. Wenn man am Flughafen ankommt, gibt es gleich Wechselmaschinen, also diese Vending-Maschinen und Visa, Mastercard, alles wird akzeptiert. Also man hat dann kein Problem, Geld abzuheben oder zu wechseln. Okay, wenn wir schon vom Flughafen Incheon sprechen, dann kann man am Flughafen direkt ins Hotel. Oder wenn man sich kurz ausruhen möchte, gibt es auch Saunas und Spas. Auch Ruheräume für Babys und Kinder gibt es dort, Apotheken und Krankenhäuser und sogar Transittouren, was eigentlich sehr interessant ist. Mhm. Zum Beispiel das Paradise City Entertainment ist nur eine Stunde entfernt von Incheon
Oder Songdo Hanokdorf, was wirklich schön ist. Da sieht man die Moderne und die Tradition in einem verschmelzen. Dann gibt es auch viele Shopping-Möglichkeiten, die nur in nur vier Stunden entfernt sind. Tempel reicht man schon auch in 4 Stunden. Höhlen und die berühmte Hongdae-Straße. Oder sogar den berühmten großen Gyeongbokgung oder das traditionelle Insadong, was wirklich sehr, sehr beliebt bei den ganzen Touristen ist. Die tollen Transittouren, die ich hier aufgelistet habe, die sind die coolsten, finde ich, und die wichtigsten auch. Wie zum Beispiel das Paradise City Entertainment, das Songdo Hanokdorf, wo man sieht dann die Moderne und die Tradition in einem verschmelzen. In 4 Stunden erreicht man schon auch die ersten Tempel oder die Gwangmyeong-Höhle oder die berühmte Hongdae-Straße, wo man shoppen kann. Oder den berühmten Gyeongbokgung-Palast. Und dann stellt sich ja auch die Frage, wie man sich dann zwischen den Städten in Korea fortbewegt. Und dann gibt es zum Beispiel 3 Möglichkeiten, mindestens 3 Möglichkeiten. Man benutzt den Hochgeschwindigkeitszug, den WKTX. Der macht dann eher Direktfahrten, wie von Seoul nach Busan. Oder man nimmt den normalen Schnellzug. Dieser Zug hält dann an kleineren Bahnhöfen, die zum Beispiel der KTX jetzt eher umgeht. Also die Schnellzüge gehen eher so dann die kleineren Zwischenstopps um. Dann gibt es die Expressbusse und auch Intercity-Busse verfügen über ein umfangreiches Netz im ganzen Land und haben auch wirklich angemessene Preise. Man kann wirklich ganz gut und günstig durchkommen. Und nun kommen wir zu den Unterkünften. Es gibt Hotelklassifizierungen. Also Hotels in Korea werden nach einem 5-Sterne-Bewertungssystem klassifiziert. Dann gibt es zum Beispiel Hotels wie Ben Ikea. Das bedeutet sowas wie beste Nacht in Korea. Ist auch eine Hotelkette. Und sie möchten halt den Eindruck vermitteln bzw. den Komfort vermitteln, dass es die beste Nacht in Korea ist. Und steht für das repräsentative Hotel in Korea, das eben die beste Erholung bietet. Dann gibt es die Hanok Stays. Viele gut erhaltene traditionelle Häuser bieten Besuchern die Möglichkeit, die traditionelle Lebensweise durch einen Hanok-Aufenthalt zu erleben eben. Und das Ambiente des Hanoks ist immer sehr friedlich, ruhig und beruhigend. Also das ist ein ganz anderes Gefühl, wenn man dort übernachtet. Und dann gibt es noch von der Korea-Qualität, also Korea Quality, von KTO, also von uns, zertifiziert wurde und wir quasi dann sagen können, dass es auf jeden Fall eine hochwertige Einrichtung ist und guter Aufenthalt gewährleistet ist. Und nun etwas zur koreanischen Etikette. Also die Koreaner verstehen schon, dass die Ausländer, die so geringfügige soziale Fauxpas begehen, dass es gar keine Respektlosigkeit bedeutet. Also es kann ja passieren. Jedoch kann vielleicht die Befolgung von grundlegenden koreanischen Etiketten, die die Reise in Korea erleichtern, wie zum Beispiel die allgemeine Regelung zum Beispiel. Man sollte die Schuhe ausziehen, wenn man irgendwelche Residenzen, Tempel oder die Gästehäuser betritt. Man sollte Leute begrüßen, indem man sich kurz verbeugt oder einfach kurz nickt, also kurz nicken. Hände schütteln am besten mit beiden Händen, also mit einer Hand schütteln, der andere sollte die andere Hand unterstützen. Objekte sollten am besten mit beiden Händen gegeben und empfangen werden. Und Trinkgelder zum Beispiel sind auch nicht üblich in Korea, also man erwartet dort auch kein Trinkgeld. Beim Essen sollte die Mahlzeit erst dann begonnen werden, wenn der Älteste am Tisch mit dem Essen begonnen hat. Man sollte auch das Essen nicht mit den Fingern benutzen, außer ist es wirklich so ein Essen und dass es gedacht ist, dass man mit den Fingern essen sollte. Aber das erkläre ich kurz, also das erkläre ich auch später. Man sollte Stäbchen und Löffel nicht aus der Reisschale ragen lassen. Das ist nämlich ein ganz gut schlechtes Omen. Und natürlich die Nase putzen. In Deutschland ist das ganz okay. In Korea ist es sehr verpönt, wenn man die Nase am Tisch putzt. Also das finden sie nicht angenehm. Bei der Kommunikation sollte man beachten, dass man nicht mit dem Finger zeigt auf die anderen. Also jetzt nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen. Das ist nämlich ganz, ganz, ganz unhöflich in Korea. Man sollte auch die Person sich immer ausreden lassen in Korea, weil auch vor allem, wenn die Person auf Koreanisch spricht, weil dann versteht man auch die ganze Bedeutung, weil die auch die Verben ganz nach hinten stellen und dann ist dann der Sinn des Satzes kommt. Also man einfach sollte, wie in allen anderen Ländern, auch einfach
respektvoll miteinander umgehen. Und dann wollte ich noch ganz kurz die ganzen Reisegenren durchgehen. Palastwanderungen sind ganz beliebt. Hier habe ich zum Beispiel die fünf großen Paläste der Joseon-Dynastie ausgewählt. Dann sollte ein Tempelstay nicht verpasst werden, denn zum Beispiel so eine Teezeremonie oder eine Klostermahlzeit bringen wirklich Körper und Geist in Einklang. Dann die ganz berühmten Hanok-Dörfer, die wirklich schon von ganz, ganz, ganz alt her noch überlebt haben und auch zu UNESCO-Kulturerbe erklärt worden sind. Dann sagt man ja, man lernt die Kultur des Landes wirklich zu verstehen, indem man das Essen erlebt hat, also gegessen hat. Und wenn man die koreanische Kultur erleben möchte, sollte man auch, gibt es auch keinen besseren Weg, als selbst es auszuprobieren, zu kochen und nachzukochen. Und es gibt auch verschiedene Möglichkeiten, dass man mit Kochmeistern mitkocht oder in diesem OMI-Kochlabor mal sich versucht, Kimchi selbst zu machen. Es gibt ganz viele verschiedene Kulturzentren und sogar Dörfer, wo man die Chili-Paste, die beliebte koreanische Chili-Paste herstellen kann. Es ist wirklich bei dem Kochen sind keine Grenzen gesetzt. Dann die Bastelkurse. Also man kann die koreanische Kultur auch in dem erleben, dass wenn man sehr interessante und kreative Möglichkeiten hat, ins Kunsthandwerk zu greifen, wie zum Beispiel koreanische Knoten-Workshop oder Hanji, wie man Papier herstellt. Oder wenn man ins Gahoe-Museum geht und Volksgemälde anschaut und Amulette herstellt. Oder es gibt auch sogar Keramikschulungen und die Endprodukte können sogar dann per Post nach Hause geschickt werden. Also man muss keine Angst haben, dass man das irgendwie zerstört. Dann nicht zu vergessen die ganzen Museumstouren, wie zum Beispiel das Nationale Museum of Korea oder das War Memorial of Korea. Und nicht zu vergessen die demilitarisierte Zone. Jetzt habe ich den Versprecher. Da sollte man aber am besten eine Reise buchen, weil einfach so kann man da nicht hin. Man muss sich dann auch ausweisen und erklären, dass man nicht irgendwie plötzlich über den Sicherheitsbereich rennt. Also das ist wirklich ganz streng gehalten. Ja, kann man eigentlich auch eine Reise machen, indem man einfach nur die UNESCO-Weltkulturerben sucht. Und es gibt wirklich ganz viele davon oder die zu einem Weltkulturerbstätte erklärt worden sind oder ganz, ganz viele Sachen zu entdecken. Oder man macht einfach nur eine Shopping-Tour. Es gibt Department Stores, es gibt Hypermarktketten und Convenience Stores, die fast 24 Stunden auf sind. Es gibt zum Beispiel den Nangdaemun-Markt, wo man die traditionellen Mitbringsel ergattern kann. Busan Yagalchi-Markt sollte man auf jeden Fall erlebt haben, das ist der größte Fischmarkt in Korea. Dann gibt es auch, sagen wir mal, Tasty Korea Tour, wie ich auch am Anfang erzählt habe, gibt es Foodies Tour. Und gutes Essen ist ja auch die beste Medizin. Also zum Beispiel Bulgogi sollte man ausprobieren. Das ist ja erstklassiges Essen einfach in Korea, das damals ja nur den Adligen zu Tisch gelegt wurde. Dann Bibimbap aus verschiedenen Gemüsen und Fleisch. Samgyeopsal wird zum Beispiel, wo ich vorhin gesagt habe, dass man das mit der Hand essen kann. Man nimmt ein Kuhblatt Salat und legt dann ein paar Zutaten drauf, wie Soße, Gemüse und dann wickelt man dann in Reis auch das Fleisch rein und schiebt das mit einem Batzen in den Mund. Und das geht, das könnte man mit der Hand essen. Und was ganz beliebt in Korea ist, ist auch das Chimek, also Hühnchen, Fried Chicken und Bier. Das ist wirklich ganz groß in Korea geschrieben. Da haben wir auch koreanisches Streetfood, was überall zugänglich ist auf den Straßen, wie Kimbap, Reiskuchen, Fischkuchen, verschiedene Pfannkuchen, Blutwurst sogar. Und was auch sehr beliebt ist, ist der Bungobang. Es ist eine Waffel mit einem Anko gefüllt. Anko ist rote Bohne. Und in Korea gibt es natürlich alles, auch Michelin-Restaurants. Und es gibt in jedem Michelin-Restaurant ein Chef, der wirklich das koreanische Essen kocht und der Welt vermitteln möchte, dass es das Beste ist und auf eine innovative Art und Weise mit Fusion und ist der Kreativität gar keine Grenzen gesetzt. Und wo wir schon beim Essen sind, ich könnte noch tausend andere Slides machen, aber leider reicht mir die Zeit nicht und ich würde einfach am besten müsste hier aufhören und bedanke mich für die Aufmerksamkeit und
Vielen, vielen Dank, Kamsahamnida. Und wenn Sie noch Fragen haben, können Sie es gerne an uns sich nochmal melden und eine E-Mail schreiben und wir werden Ihnen auch weiterhelfen. Vielen, vielen Dank. Grüß euch miteinander. Wir befinden uns hier in Zürich im Kreis 4 und ich freue mich sehr, dass uns der Mr. Hahn heute eingeladen hat. Das ist das Restaurant Akaraka, ein koreanisches Restaurant, und er wird uns zeigen, wie man ein südkoreanisches Gericht zubereitet. Lia, wollen wir gehen? Dort, bevor wir gehen, müssen wir dann noch Masken montieren. Das stimmt. So. Guten Tag, ich bin Han aus Korea. Ich bin seit 1996 bin ich in der Schweiz und erstens als Sänger hierher gekommen und seit 2010 habe ich ein koreanisches Restaurant in Altstetten geführt und seit anderthalb Jahren bin ich hier in Beckerstraße umgezogen. Und heute ich koche für Sie erstens in Korea bedeutendste koreanische Gericht Bulgogi. Das ist eine mit Rindfleisch, marinierte Rindfleisch aus koreanischer Art. Und nebenbei, ich koche für Sie ein Knoblauch, mit Knoblauch gebratene Reis. Das ist eine Nebensache und Hauptsache ist das Bulgogi, marinierte Rindfleisch. Das ist sehr, sehr komplizierte koreanische Gerichte. Aber heute mache ich für Sie ganz, ganz einfache Weise. Sie können immer, wenn Sie Lust hätten, dann immer in 10 Minuten alles machen. Das vorstelle ich heute für Sie. Also, meine Damen und Herren, jetzt fange ich an mit Bulgogi. Und für Bulgogi brauchen wir natürlich Rindfleisch und vier wichtigste Gewürze. Erstens Zucker, Knoblauch, Sojasauce, Sesamöl. Vier wichtigste ist das genug. Und nachher Sesam und Pfeffer ist das wie Dekoration. Das ist erstens wichtigste. Und jetzt schneide ich Fleisch. Und Fleisch können Sie einfach mundgerecht schneiden. Und das ist schon dünn geschnittene. Und nochmal ungefähr so Mitte und nochmal. Das ist schon gut geschnitten. Also das lassen wir hier. Und erstens hier. Erstens Zucker. Weil Zucker und wenn man Zucker und Sojasauce, dieser Geschmack ist, das, Zucker ist süß und Sojasauce ist salzig. Wenn salzig erstens machen, dann Fleisch wird hart und deswegen erstens die Zucker erstens so mischen, dann Fleisch bekommt erstens Süßgeschmack und nachher Knoblauch. So lassen wir ungefähr 5 bis 10 Minuten. Okay. Das lassen wir. Meine Damen und Herren, heute brauchen wir nicht viele Sorte Gemüse. Einfach Zwiebeln, Lauch. Und Pilze, egal ob
Champignon oder irgendwie Shiitake oder egal. Fast alle Pilze kann man, wenn man will, dann kann man bringen. Und auch Peperoncini, nicht so scharfe, das ist auch Dekoration. Erstens, das ist das Wichtigste. Einfach halbieren, wir brauchen nicht alle. Und am Ende ein bisschen so schneiden. Das geht. Okay. Und einfach. Das ist alles. Und Lauch bringen wir auch mit hinten so. Das brauchen wir auch nicht alle. Und wir halbieren. Und auch. Und gibt es auch verschiedene Arten. Kann man auch so, so schneiden oder auch etwas länger. Das ist schon genug. Mr. Han, darf ich fragen, ja. Weshalb ja. Heißt das Lokal Akaraka? Akaraka heißt, Akaraka bedeutet unter Musik und Freude werden wir eins sein. Weil ich war früher Opernsänger, Sänger, deswegen ich wollte mein Restaurant irgendwie Essen und Musik zusammenführen. Deswegen habe ich diesen Namen ausgewählt. Schön. Und ich vorbereite auch diese Champignon. Auch Champignon, auch Mundgericht. Einfach so schneiden. Das ist schon genug. Und machen wir heute zwei Stück. Das vorbereite ich hier. Dann Gemüse ist das im Moment fertig. Das ist, wenn man will, auch, das kann man auch ungefähr so vorbereiten. Schon schöne Farbe, weiß, grün, rot, nennen wir schwarz, diese Braun. Und jetzt für Garlic Reis muss ich Knoblauch hacken. Bei Hacken, das brauchen wir ungefähr 7, 8, 10 Stücke. Dann machen wir einfach mit großem Messer drücken. Dann schon so. Dann irgendwie schneiden. Wie so. Das machen wir. Also, das haben wir vor 10 Minuten vorbereitet. Jetzt mit Zwiebel. Erstens. Zwiebel. Und Sojasauce. Und noch dazu Sesamöl. Jetzt wieder gut mischen. Und jetzt können wir auch mit Pfeffer zusammen. Und hier haben wir noch den Sushi-Reis, den der Mr. Han bereits vorbereitet hat für uns. Und erstens hier mache ich Knoblauchreis. Das ist Olivenöl. Was kann man? Erstens. Dazu noch Knoblauch. Da wird das Reis gemacht. Ja. Ja. Das ganz einfachste. Knoblauch und etwas
Darf ich Sie fragen, Mr. Lam? Was ist das Spezielle an der koreanischen Küche? Koreanische Küche kann man nicht einfach sagen. Zum Beispiel, wenn man mexikanische Küche sagen, Fajita oder Taco. Aber nicht ganz richtig, aber kann man sagen, ja. Und heutzutage viele Leute fragen, Kimchi ist koreanische bedeutendste Küche. Das ist keine Essen, das ist einfach Beilage, Kimchi. Aber das ist typisch koreanisch, gibt es nur in Korea. Das gibt es nur in Korea. Können Sie erklären, was Kimchi ist? Kimchi ist einfach marinierte oder fermentierte, eingelegte Gemüse. Koreanische Arten eingelegte, fermentierte Gemüse. Das ist Kimchi. Kann auch Kohl sein, Kohl. Und Material her gibt es in Korea über 300, 400 verschiedene Kimchi. Wirklich? Ja. Wow. Das heißt, alle Gemüse kann man Kimchi machen. Okay. Und wenn Knoblauch so etwas braun ist, dann machen wir die Sojasauce rein und ein bisschen Feuer aus und warten. Okay. Und es wird was? Ja. So, lassen wir ungefähr. Mhm. Und das ist schon fertig. Und jetzt hier Reis und dann alle Gemüse zusammen. Ja. Und essen auch mit Lauch. Und die beide etwas besser. Zuerst kommt der Lauch rein. Ja. Okay, ja. Und wir haben dann auf Pfanne gar keine Öl getan. Okay. Dann es kommt zu Fäden. Jetzt diese und auch wieder rein. Okay. Und auf einen Löffel Zucker vorbereiten. Und erstens Reis. Das alles ziemlich gegart. Und dann Rest. Kühlt. Die koreanische Küche ist eine gesunde Küche. Ja. Warum ist das so? Wir haben viele fermentierte Sachen. Hier heute haben wir nicht gesehen, aber zum Beispiel Fleisch essen wir nicht einfach Fleisch, auch mit Gemüse. Mhm. Wenn Kinder diese essen, diese Bulgogi nehmen, sowieso die müssen Gemüse zusammen. Das ist eine gute Idee. Das ist auch gut. Nächste Mal. Das ist schon fertig. Ich kann drauf Gemüse essen. Und Reis ist das Grundnahrungsmittel von der Küche. Heute haben wir gebratenen Reis, aber normalerweise bei jedes Mahlzeit Natto-Reis immer in der Mitte. Reis ist das Hauptmittel und alle Sachen sind alle Bulgogi oder andere Sachen sind Beilagen. Die Beilagen, ja. Vielen herzlichen Dank.